Guten Morgen und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Vlog-Serie zum Thema Fallout Rangerhelm. Ihr habt mich bis jetzt verfolgt, hoffentlich, sonst müsst ihr unten die verlinkten Videos anschauen. Und jetzt ist das Teil momentan in diesem Zustand. Ich habe gestern im Video auch noch am Schluss gesagt, hey, jetzt lasse ich den mal über Nacht trocknen und dann schauen wir mal. Und heute in der Früh, das hat mich nicht ruhen lassen, da habe ich mir nochmal auf Pinterest mal ein paar Bilder angesehen, wie andere Leute diesen Helm gemacht haben, wie die Referenzen im Spiel sind. Und ich bin zwar der Meinung, dass das Schwarz teilweise auf dem Helm gut aussieht, ich aber dennoch eher in militärgrünliche Looks gehen sollte. Einerseits, weil die ganze Geschichte dann zu den Waffen passt und andererseits, weil ich auch einfach zugeben muss, dass die Idee, unterhalb Rostflecken zu machen, die ich jetzt, oder Braunflecken zu machen, die ich jetzt rostig mache, gestern brillant klangen, heute aber nicht mehr so gut. Und auch wenn es nochmal wahrscheinlich eine Stunde Arbeit mehr ist, ich werde den jetzt nochmal, gerade um die ganzen Stellen, wo ich jetzt den Rost gemacht habe, anschleifen, Silber lackieren. Und dann muss ich in die Stadt fahren, weil ich brauche so eine Farbe und die kriege ich eigentlich nur in einem Shop, und zwar in unserem Warhammer Shop. Ja, das ist ein Tabletop Gaming Shop, aber die haben die besten Farben, da nehme ich euch aber mit. Das heißt, ich schleife nochmal und sorry, falls ich da einen Fehler gemacht habe, aber das ist kein gescriptetes Video, sondern das ist schlichtweg ein Streifzug aus meinem Leben, und das sind oftmals, erstaunlich oft, Misserfolge und Rückschläge zu verzeichnen. So, ich gehe jetzt mal kurz heulen und währenddessen schleife ich den Helm. Da habe ich auch schon einen Nassschliff gemacht. Oh mein Gott. Und während ich so schleife, bin ich auch der Meinung, der kann ohne weiteres viel mehr Damage haben. Also, da kann gerne noch ein bisschen was mit dem Dremel reingemacht werden. Und ich habe ja einen Dremel mit so einem komischen, gezackten Aufsatz, der geht mega. Damit wird extrem willkürlich hier Kanten gebrochen oder eben komplette Stellen weggeschnitzt. Da muss ein Einschussloch her. Aber so einer, der, wo die Kugel rein ist und dann so piu weg. Und um diese Stelle jetzt wieder ein bisschen glatter zu bekommen, gehe ich mit dem Heißluftföhn bzw. hier mit dem Brenner drüber. Und das ist auch das, was ich gestern schon gesagt habe. Es ist eigentlich fast nicht möglich, den hier so anzukokeln. Also es ist schon möglich, den anzukokeln. Aber ihn jetzt einzudrücken, das haut nicht hin, weil ich ja so extrem viel von der Füllspachtelmasse drunter habe, dass es nicht machbar ist, hier das PLA im Untergrund zu erhitzen. Also es wird erhitzt, aber ich kann es nicht eindrücken. Egal. Wieder alles schleifen. Dann möchte ich ihn in einem etwas dunkleren Silber komplett lackieren. Das gleiche wie gestern auch schon mit den Roststellen hier machen und dann ihn aber nicht schwarz, sondern vielleicht sogar in zwei Farben machen. Unten kann er vielleicht sogar dunkel bleiben, oben nur grünlich. Ich muss mir da Photoshop-technisch noch ein Farbkonzept machen. Und falls ihr keinen Photoshop zu Hause habt, ist das auch kein Problem. Wenn ihr diese Technik auch nutzen wollt, macht ein Foto, druckt es aus, nehmt Wachsmalstifte und malt das Teil einfach aus. Der Tipp ist kostenlos. Okay, das ist jetzt mega rudimentär, aber ich wollte einfach nur mal wissen, wie das getrennt aussieht. Ich muss mir jetzt nur vorstellen, dass alles, was jetzt hier so kupferfarben orange ist, das muss silber werden und dann rostig. Ich habe auch überlegt, die untere Stelle grün einzufärben und ihn komplett grünig zu machen. Ja, vielleicht gibt es auch ein geiles Militärblau. Wäre natürlich auch irgendwie interessant, den Helm, na, jetzt machen wir lila, ein bisschen bläulich zu machen. In dem Look eher, würde ich sagen. Ja. Tjo.
ist so eine Geschichte, wo ich mir jetzt aktuell einfach noch nicht so ganz sicher bin. Ich gehe mal in einen Laden, der macht in einer Stunde auf und dann schauen wir mal, was der für Farben auch lagernd hat, weil das ist ja das Nächste. Und selbst wenn die Hauptfarbe jetzt eigentlich hier sehr grünlich ist, durchs Weathering kommt noch viel drüber und das Silber haben wir ja auch noch, was dann rostig silbrig wird. Das dürfte der ganzen Geschichte schon noch mal mehr so Dirt geben. Oh, ich habe was gefunden. Das ist jetzt zwar kein Fallout-Helm, aber der Look sieht mega aus, oder? Also so komplett abgewittert. Es gibt da mehrere solche Looks. Moment, der ist aber auch mega geil. Also ich sage es euch, Pinterest und einfach mal Fallout-Helm eingeben. Da kommt man, oh, mega, zu richtig, richtig krass geilen Sachen. Und es wäre auch cool mit so einer Schrift oben. Also ihr seht, nur schwarz mit Rost, nee, das darf schon ein bisschen grünlicher sein. Das war, schaut euch mal diesen Helm an. Oh, okay, ich muss jetzt allein weitermachen. Ich habe Gefühle. Oh, mega. So, noch ein paar Minuten warten. Dann macht mein Lieblingsgeschäft auf. Und ich habe heute noch einen geilen Auftrag bekommen, Nachmittag. Da nehme ich euch mit. Der neue Typ landet mit seiner neuen Maschine in Innsbruck. Und die muss fotografiert werden. Und dann können wir euch das endlich mal zeigen. Und die Gerüchte endlich mal aufräumen hier. Glück gehabt. Death Guard Green, das ist so Militärgrün. Da haben wir auch schon den alten Helm und die Waffe mit dieser Farbe gemacht. Und LED-Becher als Silbergrundierung. Ist das volle Silber. So glänzend tut das wie ich jetzt gerade. So, die Jungs parken jetzt die Maschine mal richtig hin mit Bergpanorama. Großartig, oder? Da, Türe bitte ein bisschen zumachen, dass das toll ausschaut hier. Danke. Und da ich noch die Bilder von heute Nachmittag retuschieren habe müssen, ist es jetzt so, dass es ein Vlog wird, der wirklich für den ganzen Tag geht, aber auch morgen noch so ein paar Sachen mit dazu kommt. Ich hoffe, das heißt dann aber auch noch Vlog. Ich bin da nicht so ganz bewandt damit. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt das Internet sprenge, weil ich einen Vlog über 2 Tage drehe, aber ihr bekommt auf jeden Fall jetzt noch Infos, wie ich airbrushe und wie ich Texturen mache und morgen geht es dann weiter. Auf gut Deutsch, in der Airbrush-Pistole ist jetzt fast das gleiche Grün drinnen, nur eine Spur, eine gute Spur dunkler und ich werde jetzt sämtliche Tiefen stellen, also diese ganzen Risse, diese ganzen Kanten, mit einer Schattenkante versehen, damit ich mehr Plastizität auf meiner Maske hier habe und die einfach dreidimensionaler wirkt. Das geht relativ flott und immer daran denken, es kommt noch Textur darüber. Aber jetzt mal im Ernst, seid ihr nicht auch der Meinung, dass der in Grün wesentlich besser aussieht als vorher in Schwarz? Also ich finde den geil. Ich finde den richtig cool, aber jetzt muss mal geairbrushed werden. Und wie gesagt, überall dort, wo eigentlich, wenn von oben die Sonne kommt, wo die Schatten hinfallen, da würde ich jetzt mit der dunklen Airbrush-Farbe drüber gehen. Und lieber in 2, 3 Schichten das Ganze machen, dann erkennt man auch, wie viel man jetzt hier gemacht hat und wie viel nicht. Oder wo es noch fehlt. Aber ihr seht wahrscheinlich hier jetzt auch schon, diese Kanten hier, die sind ein bisschen dunkler. Unter den Augen kommen leichte Ränder rein. Unter dem halben Rand hier drinnen. Und ja, teilweise übermale ich das Silber wieder. Ist überhaupt kein Stress. Farbe ist noch im Töpfchen drinnen. Und systematisch über alle Stellen drüber gehen.
alle Dellen und Einschusslöcher bekommen leichte dunkle Vertiefungen. Und falls ihr euch fragt, was das für Farben sind, das sind Army Painter Farben, die mit Wasser verdünnt wurden. Sind nicht der letzte Schrei, aber sie funktionieren zum Airbrushen. Man muss sie nur extrem gut verdünnen. Und dementsprechend auch manchmal mit 3-4 Schichten auftragen, damit sie auch wirklich zum gewünschten Ergebnis führen. Aber ich trage da lieber weniger auf und dafür mehr, also öftere Male, als gleich und das erste Mal richtig volle Kanone. Diese Technik nennt man Spritztechnik. Ich habe das Wort gerade erfunden, aber ich ziehe das Teil, während ich es runterdrücke, ständig vor und zurück. Dadurch bilden sich vorne Tropfen mit Farbe und ich sprühe dadurch einen ganz, ganz feinen Tropfennebel auf mein Objekt drauf. Gerade an den unteren Stellen wirkt es dann so, als würde hier von der Straße hoch irgendwelche Dreckspritzer gekommen sein. Und das alles eigentlich mit derselben Farbe, die einfach nur ein bisschen dunkler ist. Wenn man es jetzt im nassen Zustand leicht erkennt, wird man es später nur minimal wahrnehmen. Und jetzt geht es ein bisschen ans Experimentieren. Ich habe so eine Farbe bei mir gefunden, die heißt Etonian Camo Shade. Ist auf jeden Fall eine Shade von Citadel. Ich habe gelesen, Shades können man eigentlich nicht gut airbrushen. Aber wir werden das Ganze jetzt einfach mal testen. Und ich möchte das eigentlich gegenbeweisen. Das muss irgendwie gehen. Es ist eine sehr flüssige Farbe. Und diese Farbe sollte sich eigentlich extrem gut auftragen lassen. Weil sie so grün-bräunlich ist, passt sie wahrscheinlich perfekt zu diesem Look des Helms. Ich möchte sie eigentlich nur in diesen Rissen drinnen haben. Und da ich weiß, dass Shades eigentlich sich sehr schlecht auftragen lassen, weil sie sehr flüssig sind, gehe ich dann hier mit einem Tuch drüber und wische diese Stellen wieder leicht runter. Da der ganze Helm am Schluss sowieso mit Washes überarbeitet wird, ist es nicht tragisch, wenn ich hin und wieder mal so einen leichten Fleck drinnen habe. Vor allem kann ich ja mit der Airbrush-Pistole bewusst diese Flecke wie große Dreckspuren machen. Ich pulver hier ganz zart nur drüber. Und man sollte eigentlich erkennen, dass man langsam aber sicher einiges, was an Texturen jetzt durch diese dunkle Shade hier am Helm erkennt. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, das ist die ideale Technik, weil ich irgendwie bei jedem zu bemalenden Objekt neue Techniken ausprobiere und versuche herauszufinden, was sieht gut aus. Manchmal ist es eine Glücksgeschichte, manchmal funktioniert es ziemlich gut. Diese Spritztechnik, was ich vorher gezeigt habe, geht auch, indem ich hier meine Nadel bei der Airbrush-Pistole sehr löse und während ich blase, die Nadel vor und zurück schiebe, dann bekomme ich noch feinere Spuren und ebenso ganz kleine Dreckspritzer rein. Das Ziel ist, das ganze Teil so richtig schön schmuddelig, dreckig zu machen. Und jetzt gibt es das Ganze natürlich aber auch noch in anderen Farben. Ich habe hier eine Kontrastfarbe, die heißt Gulliman Flash. Und die möchte ich auch testen. Ja, die ist so ein bisschen rotbräunlich. Und da verspreche ich mir eigentlich genau das gleiche Ergebnis. Ja. Oh. Seht ihr zum Beispiel, das ist jetzt eine Farbe, die ich viel geiler finde, weil sie einen leichten Rostlook schon ergibt. Da muss man nur aufpassen, die sind so zart und fein und auch so mit Wasser verdünnt, dass ich jetzt den Helm bestimmt einige Minuten hier so trocknen lassen muss, bevor ich ihn anfasse. Es funktioniert doch. Wahrscheinlich auch mit anderen Farben, aber die Farben gehen ganz gut. Bevor jetzt aber der Rost drauf kommt und die Patina, die den ganzen Helm dreckig macht, wir haben ja immer noch das Silber darunter. Und jetzt wäre es eigentlich perfekt an der Zeit,
dieses Silber teilweise wieder hervorzuheben. Wir haben sehr viele Kanten. Der Helm besteht überhaupt extrem aus sehr kantigen Teilen. Und wenn wir jetzt ein Messer nehmen, dann können wir eigentlich die grüne Farbe an manchen Kanten, nicht an allen, aber an manchen, wieder leicht runterlösen. Ich zeige es euch dann im Detail. Aber diese Technik liebe ich, weil normalerweise geht man jetzt hier mit dem dünnen Pinsel mit einer silbernen Farbe drüber und versucht eben diesen Effekt zu erzielen. Wir machen es richtig, wir zeigen, dass dort die Farbe abgeblättert ist und kratzen sie uns frei. Lustiger Nebeneffekt des Ganzen, wenn man es zu sehr übertreibt, kommt das Kupfer wieder raus, mit dem ich vorher gearbeitet habe. Das ist ja auch noch irgendwie auf dem Helm drauf. Und ja, man kann jetzt auch eine Stahlwolle nehmen. Oder so einen Schwamm. Und die Stellen wieder aufruppeln. Geht alles. Ihr könnt mit dem Teil so richtig schlimm umgehen. Schaut mal, ich will geile Kratzer drinnen haben. Wo seht ihr es? Hier seht ihr es. Ne? Okay. Genau das Silber durch. Die nächste und somit auch letzte Frage für diesen Weblog ist jetzt eigentlich diejenige, wie geht's weiter? Ich möchte mit Texturierung schwemmen über das ganze Teil drüber und ich möchte nicht nur Farbe, sondern vielleicht sogar auch Stoff verwenden. Nicht, dass ich das Teil jetzt einnähe und so eine Haube mache wie über die Klopapierrollen in den Mercedes-Benz rücksitzen. Nein, beim letzten Helm, bei dem hier, war auch schon die Debatte, ob ich nicht ein klassisches Netz darüber setze, so wie sie früher im Vietnamkrieg auch die Amis die Helme hatten, wo man noch Materialien reinstopfen kann. Denn auch, jetzt muss ich mich schon wiederholen, bei dem habe ich hier zum Beispiel noch auf der Seite ein Jet reingemacht. Das wird beim Spiel genutzt, dass man wieder Energie bekommt. Und das bietet sich bei dem Helm auch extrem an. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, die weiteren Applikationen, wie die ganzen Filter und die Brille, die muss eingebaut werden und ich warte immer so meistens zu lange, bis ich die Sachen reinbaue, weil eigentlich sollte ich sie als nächstes reinmachen, davor aber lackieren und bemalen und sie dann mit der ganzen Rosttextur und mit der Patina, die am Schluss drüber kommt, zusammen mit dem Helm eigentlich überarbeiten. Das soll aber ein Bestandteil des nächsten Vlogs werden, der bestimmt auch in den nächsten Tagen wieder online geht. Ich glaube, wir haben jetzt eine vernünftige Länge erreicht, ungefähr 20 Minuten Spielzeit, wo ich sagen kann, okay, ihr habt ein bisschen was zu gucken gehabt, ich habe jetzt noch ordentlich was zum Cutten und zum Schneiden und beim nächsten Mal macht man fertig, sodass ich meinen zweiten Fallout-Helm endlich durch habe und dann irgendwann mal auch in die Schlacht ziehen kann. In diesem Sinne, Leute, ihr müsst unbedingt dieser Animation hier folgen, das sage ich in jedem Video, aber das ist cool, wenn ihr das Video liked, wird es ein bisschen populärer und es werden vielleicht andere Leute auf diesen Kanal auch aufmerksam. Ihr könnt den Kanal, wie gesagt, auch abonnieren, das wisst ihr aber eh Bescheid. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder Ideen, Wünsche, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Ich freue mich tierisch, wenn ihr mit mir kommuniziert und ich vielleicht auf Ideen, die ihr zu Hause habt, hier noch eingehen kann. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Peace, Love and Fallout. Schweig over and out.